Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Wir setzen uns jetzt einfach direkt daneben. Börser, da! Und werfen dann, indem wir hier die Feuerfässer klar machen, hier rüber gehen. Jetzt warten, bis er neben uns steht. Warum gibt's denn keine mehr? Na komm, drauf geschissen, abhauen. Siehst du, ich will es aber immer versuchen, es ist bescheuert. Man sollte einfach echt abhauen, fertig. Alles setzen. Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Einfach düsen. Wir schießen mit Mörsern. Nur die Ruhe, Kenway. Das Ovia kommt ganz von allein. Das ist doch nicht vorbei. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Sie haben uns hart getroffen! Aber wir haben Feuer! Jetzt weiß ich, wie ich gerade weg hier. Achtung! Singen geht nicht, tolle Wurst. Da bläst er! Der weiße Wal! Segelreffen! So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ja, das mit Hilfe von Fässern versenken war doch nicht so einfach. Aber naja, gut. Kann man im Nachhinein ja nochmal machen. Ich bin dann halt immer nur so ehrgeizig, ich will dann halt das nochmal versuchen, nochmal versuchen, nochmal versuchen, sterbe dann zwar immer und das ist dann halt Abfuck. Naja, gut. Der Hammer fällt, neue Trophäe, Sequenz 7 beendet. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ahoi, Kid. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. So, was haben wir denn hier Feines? Ach ja, das ist ja die Hütte, ne? Genau. Gucken wir mal, dass wir den Vögel mal hinterherreisen. Ah, mit Kit geht aber schon auch irgendwas. Da kann man schon auch nicht was klären. Die alte Eimerhämmern, ey. Hoch mit dir.
Nicht viel, wir stechen jetzt erstmal in See hier. Kante gegeben. Ach, wir hätten das Schnellreisemenü auch mal öffnen können. Erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ach du Scheiße, die Jackdaw ist auch noch kaputt, ne? Ja, machen wir Schnellreise hierher. Von da aus reparieren wir nochmal ganz kurz und dann fahren wir hoch. Gucken, was abgeht. Ach, geht da jetzt gar nicht, stimmt. Scheiße. Gib mir etwas Fahrt! Lasst uns den Wind reiten! Versenken wir die Sau hier kurz. Da sind sie am empfindlichsten! Schiffskopf, sind bereit, Sir! Zerreißt sie, Jungs, mit aller Kraft! Entern wir die kurz, die Ratten hier. Können wir nämlich die Jackdaw reparieren. Mal ein Stückchen rüber. Oh mein Gott, ey. Schickt sie in den Tod, meine Herren. Geplünderte Beute. So, wir wollen natürlich reparieren, logischerweise. So, einmal um die Insel herum, bitte. Feindliches Feuer! Jetzt jeden Zoll Segel! Ach komm, lass den Scheißdampfer da drauf geschissen. Richtig Kette hier. Ist schon mutig, er ist schon mutig. Sind die Ranken noch fest, Seemann? Ja, was macht er denn? Wo steht er denn hin hier? Gegner feuert! Feuer! Boden getroffen! Nichts entern hier. Nach außen bereit zum Entern, Sir! Komm, die Brick, die können wir ja mal eben hier eine Flotte aufnehmen. Das könnten wir nochmal eben machen. Wo ist der verfluchte Pulverhase? Feuer! Rahm- und Mastsegel festsummen! Bereit zu feiern, Sir! Noch zu wenig Damage, ey. Das ist echt zu lächerlich. Meine Breitseite noch hier, einmal Mörser noch und dann war's das. Feuer! Ja! Feuer! Häng dich an sie, damit sie uns nicht rammen kann. Einhol! Einhol! Segelbergen! Bewegung, verdammt! Sie uns mit aller Kraft! So, entern. Der Segelmänner! Sie und die Landratten ein! Komm, das ist hier mit dem Drehbassen dauert zu lange. Das ist alles hier Spielerei. Rüber hier. Och Mann, Junge. Er tut sich aber auch schwer. Hoch mit dir. Verteidigung durchbrechen und kill them. Den auch aus dem Lauf, den auch aus dem Lauf.
Den hätten wir auch mal erledigt hier. Dass wir es immer sehen, das ist so lächerlich. Ja, Chance. Vergesse ich immer die Waffen einzusetzen, würde ich viel öfter machen. So, wir möchten die Crew hier gerne in die Flotte aufnehmen. Ich habe da ja ein paar Schächte gekauft, da sind wieder ein paar frei. Los, Segel, los geht's! In die Wanden, Hauptsegel setzen! So, wir müssen aber nicht auf die Insel, oder? Na, wir müssen dahinter. Wer ist er denn hier? Komm, wir gucken mal. Wir gucken jetzt. Wir sind schon hier. Jetzt sind 600 Meter. Jetzt gucken wir da mal schnell, was das ist. Dreckige Kanonenboote. Die brauchen wir natürlich nicht. Sieht aus wie hier Moby Dick. Es ist der weiße Wal! So, da bin ich mal gespannt hier. Was das jetzt gibt. Wahrscheinlich gibt das nur wieder direkt fett ins Gesicht hier. Jungs? Oh, hält aber wahnsinnig viel aus. Das Seil hält stand! Es geht los! Boah, ich weiß nicht, ob ich das überleben kann. Erwischt! Also genug. Da, ja. Achtung! Okay, ich kann ihn damit auch unterbrechen, das ist nice zu wissen. Erwischt! Oh, hat er daneben geschossen? Hat das jemand gehört? Okay, genug Speere habe ich. Boah, der zieht mir aber krass was ab. Du musst mich einfach hart beeilen. Der ist gefährlich. Oh, ich habe ihn getroffen. Nice. Er ist vor dem Backbord. Bindet es fest. Ruhig jetzt, muss ich hier ein bisschen Gas machen. Guter Schuss, Captain! Gut so. Er wird schwächer! Hälfte haben wir gleich. Aber allzu viel können wir uns nicht erlauben hier. Komm, triff ihn. Er schlägt mit der Schwanzflosse! Boah, krass, einmal noch und wir sind raus. Das Seil ist gerissen! Aber wir dürfen echt kein Damage mehr passieren hier. Nice. Du hast ihn, Captain! So, go. Mach dich nur müde! Ja! Das schmeckt ihm nicht, ha? So! Achtung, Schwanzflosse! Ne. Ja! Nicht aufgehalten! Hab ich! Das Ruderboot. Ich weiß aber auch nicht, ob wir unsere Herstellung, warte mal, müssen wir mal gucken, die Upgrades, ob da noch was geht. Jacktow Upgrades. Mannschaftsquartier, also Platzierung, Panzerung des Beiboots, ja. 1800 Reales, Stärke der Harpune. Ja, da geht auf jeden Fall noch was. Plan Harpune Stufe 3. Okay, gut. Also dann liegt das nicht daran, dass wir zu blöd sind. Dann schalten wir hier erstmal ab. Dann machen wir erstmal hier weiter und dann besorge ich hinterher mal
die Pläne.